Lass es nicht verwirren. Verunsichert den Lunge doch nicht. Hört man das? Ist das okay? Ja. Liebe Leute. Hey. Danke. Hört man das? Entschuldigung, ich bin gestolpert. Das ist gut, jetzt kommt die Chance. Das kann ich. Okay. Liebe Leute, es geht. Ja, lauter, geht das lauter? Nee, du. Es geht nun einfach schon zu lange so. Die Menschen haben das Spiel durchschaut. Wir sind hier, um zu informieren. Wir sind hier, um die Politiker, die über unseren Köpfen hinweg in unserem Namen bestimmen, zu ermahnen. Wir sind hier für den Frieden und wir möchten nicht noch einen Krieg hineingezogen werden. Genau. Schon jetzt haben wir Soldaten in zahlreichen Gebieten stationiert und im Einsatz. Ich lese mal ein paar vor. Also alle. Das ist aus Wikipedia jetzt. Also offiziell. Libanon, 151 deutsche Soldaten. Kosovo, 707 deutsche Soldaten. Türkei, 288 deutsche Soldaten. Mali, 109 deutsche Soldaten. Afghanistan, 2.959 deutsche Soldaten. Horn von Afrika, 322 deutsche Soldaten. Mittelmeerflotte, 186 deutsche Soldaten. Die jetzt nochmal gestiegen sind. Ja, mit Sicherheit. Also ich denke, ach, hier gibt es ein Dunkelziffer. Also wie überall. Richtig. Ja, also das muss man immer bedenken, das ist Wikipedia. Und direkt auf Google halt. Ja? Wo war ich? Entschuldigung. Wir leben alle in einem System, das unseren Planeten, die Menschen, die Tiere und die Insekten tötet. Alles ist auf Profit ausgerichtet. Es wurde höchste Zeit. Wir müssen uns hier versammeln. Woll. Manche Leute reden mir oder uns davon ab, das hier zu tun. Sie meinten, es würde ja sowieso nichts bringen. Ich glaube, wenn es etwas gibt, das was bringt, dann das, was wir hier machen, Leute. Woll. Das hier ist keine Demonstration, wie man sie kennt. Gesponsert von einem Verein, wo sich die Leute über die falschen Dinge unterhalten. Ja, Hartz IV ist echt scheiße. Da gebe ich dir recht. Hartz IV nahm mir die Möglichkeit, die Grundlage zum Leben. Einen Kühlschrank, wo was zum Essen drin ist. Nicht nur das. Dadurch verlor ich auch die Möglichkeit, meinen Weg so zu gehen, wie ich wollte. Ich musste meine Schule abbrechen und einen Job annehmen, wo meine geistigen Stärken nicht gebraucht werden. Ich bin auch gegen Hartz IV. Hoi. Aber das ist nur ein System, Entschuldigung, das ist nur ein Symptom von der Krankheit. Wenn ich einen Hirntumor habe, dann bringt es mir doch auch nichts, wenn ich nur starke Schmerzmittel zu mir nehme. Ich muss den Tumor entfernen. Jawohl. Das ist nur ein Beispiel. Ich werde euch kurz erklären, wo die Krankheit ist, Freunde. Also ich bin die Bank. Du brauchst das Geld. Ich bin nicht nur irgendeine Bank. Ich bin die Bank. Ich bin die FED. Ich gehöre Privatpersonen, nicht dem Staat und ich drucke alle Dollars, die es gibt. Ich wiederhole. Ich bin die FED. Ich gehöre Privatpersonen, nicht dem Staat und ich drucke alle Dollars, die es gibt. Du brauchst 100 Dollar. Ich drucke 100 Dollar und gebe sie dir. Du hast jetzt 100 Dollar. Und ich will von dir 120 Dollar zurück. Das ist ein fairer Deal. Denn du brauchst das Geld und ich gebe es dir. Schließlich schenke ich dir das Geld nicht. Ich möchte meine Zinsen. Du bist damit einverstanden und gehst zur Tür hinaus. Hinein kommt der Nächste. Du brauchst unbedingt 1000 Dollar. Ich gucke deine Personalien und wo du arbeitest, um zu wissen, dass ich mein Geld auch wieder bekomme. Kein Problem, ich drucke 1000 Dollar, hier hast du 1000 Dollar. Aber vergiss nicht, ich will 20% Zinsen, das sind dann 1200 Dollar. Hinein kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste. So wird Geld geschaffen. Geld entsteht nur durch Kreditaufnahme. Wo ist jetzt die Krankheit? Er wollte 100 Dollar. Ich habe 100 Dollar gedruckt, dabei will ich 120 Dollar zurück. Wie geht das? Wie kannst du mir 120 Dollar geben, wenn ich nur 100 drucke? Wie? Gar nicht. Doch. Ich pleite. Durch Ausbeutung.
Wir quatschen aus. Du machst dich schuldig. Durch Ausbeutung. Ich muss es jemand anderem abnehmen. So sieht's aus. Ich hab genau gewusst, dass du das sagst. Das steht genauso hier. Du musst schon. Also ich. Entschuldigung. Hey, ich lese vor, was hier steht. Ich hab das nie gelesen. Ich lese vor, was hier steht. Ich lese vor, was hier steht. Ganz einfach. Du musstest dir von den anderen Dollars, die sich die anderen bei mir geliehen haben, abgreifen. Dem fehlen dann auch wieder 20 Euro Dollar. Und der muss wieder woanders wegnehmen. Hauptsache, ich krieg meine Dollars. Und wenn du sie nicht hast, dann nehme ich mir das, was du dir von meinen Dollars gekauft hast. Das ist die Krankheit. Ja. Deshalb gibt es Kriege. Deshalb werden Aktionen wie 9/11 inszeniert, um danach in fremde Länder einzudringen, um sich deren Bodenschätze anzueignen. Deshalb wird überall Hass geschürt und getötet. Ich bin kein Teil davon. Ich habe kein Problem mit Wladimir Putin und ich habe auch kein Problem mit der russischen Bevölkerung. Und russische Soldaten sind Kinder von russischen Müttern. False-Flag-Aktionen überall. Wie gesagt, ich sage das nochmal, eine Aktion in New York, in Syrien, wo sich die Taliban von westlichen Mächten finanziert wird, um Aktionen durchzuführen, die dann der syrischen Armee angehoben werden. Und hier nennt man den eigentlichen Feind, den Terroristen, der so etwas tut, Freiheitskämpfer. Also unsere Medien berichten so, ich glaube da gar nichts mehr. Wir, die Völker Europas, die zurzeit überall auf der Straße stehen, fordern die NATO dazu auf, sofort mit dem Säbelwetzen aufzuhören. Jawohl! Bravo! Wir fordern eine ehrliche Berichterstattung. Wir fordern das Ende der Sklaverei und ein Ende des Krieges. Hier steht Scheiß auf euer Geld. Was steht da? Hier steht, wir brauchen euer Geld nicht. Wir wollen leben. Jawohl. Miteinander, mit der Umwelt und mit der Natur. Und wir werden nicht weichen, wir bleiben hier stehen. Jawohl, so sieht's aus. Genau so. Ja. Ey, die Auflösung von der NATO, die wollte Schäfer noch vorbringen. Die ist nämlich echt.